Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2007. Wir sind unterwegs in Silverstone, einer Strecke, die wir bereits aus den F1 2015 Spielen kennen. Und wir fahren heute ja auf der Strecke, auf der Heimstrecke unseres Teamkollegen. Und das wird ziemlich spannend, mal mit anzusehen, wie Lewis Hamilton hier unterwegs ist. Bis jetzt sind wir eigentlich super dabei, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Da haben wir uns langsam aber sicher hier ganz nach vorne gemausert und jetzt können wir hier unsere Führung verteidigen. Wir müssen allerdings dafür gute Positionen einfahren und mal gucken, ob wir das hinbekommen werden. Auch hier gilt wieder ein bisschen wie bei Austin, dass man einige Streckenteile ganz anders fahren kann als noch in F1 2015. Ihr habt sehr viel mehr Abtrieb. Und ja, deswegen könnt ihr zum Beispiel die S-Kurven super fahren. So, mal ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ich wurde nämlich gefragt, was das Getriebe mit dem Abtrieb zu tun hat. Ob man mit einem länger übersetzten Getriebe mehr Abtrieb oder weniger Abtrieb erzeugen kann. Das Getriebe sitzt im Fahrzeug und man muss sich Abtrieb halt mal so vorstellen. Es ist quasi alles, was mit Luft in Kontakt kommt. Was heißt das genau? Zum Beispiel, warum bin ich jetzt immer noch in der Cockpit-Perspektive? Möchte ich nicht. So, sehr gut. Da habe ich ein ganz kleines bisschen die weiße Linie überfahren. So, ganz kurz mal. Ja, da die Mauer schon mal berührt, das ist perfekt. So, jetzt wird die Kamera gewechselt, sehr gut. So, die Lufteinlässe zum Beispiel. Da kommt ja auch entsprechend Luft durch zu dem Motor. Und damit ist natürlich auch die Bauweise des Motors entsprechend ein Abtriebsfaktor. Das Getriebe wird allerdings nicht, ja, ich sag mal, also mit einem länger übersetzten Getriebe, das sind so minimale Änderungen. Was bewirkt eine Getriebeänderung? Es bewirkt auf jeden Fall keine Änderung beim Abtrieb. Es ist so, man kann sich zum Beispiel vorstellen, wie, ja, jetzt überlege ich mir eine perfekte Analogie, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ja, auf jeden Fall, na Moment, ich überlege gerade wirklich, wie man das, wie man da eine gute Analogie schaffen kann. Es ist so, das eine ist vom anderen abhängig, aber das andere nicht von dem einen. Das heißt, deine Höchstgeschwindigkeit, je nachdem, wie du das Getriebe übersetzt, welche Geschwindigkeit du erreichst, ist vom Abtrieb abhängig, aber der Abtrieb nicht vom Getriebe. So, das Getriebe sagt nur, wie viel dein Fahrzeug theoretisch als Höchstgeschwindigkeit erreichen kann. Wenn du den Abtrieb erhöhst, dann erreichst du weniger Höchstgeschwindigkeit, heißt in Folge, dass du ein kürzeres Getriebe brauchst, damit du es ideal ausschöpfen kannst. Wenn du allerdings ein längeres Getriebe nimmst, dann solltest du weniger Abtrieb nutzen, da dir das längere Getriebe sonst nichts bringt. Das baust du ein, damit du mehr Höchstgeschwindigkeit erreichst und wenn du entsprechend eine höhere Höchstgeschwindigkeit erreichen kannst, dann wäre es gut, dass du wenig Abtrieb hast, entsprechend wenig Luftwiderstand und entsprechend eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Ja, also insofern hat Getriebe und Abtrieb haben da nur miteinander zu tun, ja, wie du das Auto insgesamt abstimmst. Sie haben keine direkte Wirkung aufeinander, sondern aus dem einen logischen Konsens ja, fasst du irgendwelche Entschlüsse für das andere. Wenn du ein langes Getriebe hast, dann möchtest du wenig Abtrieb, damit du dieses lange Getriebe nutzen kannst. Meistens ist es aber so, dass das Fahrzeug auf den Abtrieb drumherum aufgebaut wird. Der ist wesentlich wichtiger. Und dann guckst du halt, brauchst du auf der Strecke viel oder wenig Abtrieb? Und dann passt du das Getriebe entsprechend darauf an. Denn zum Beispiel in Monaco ist es so, da brauchst du viel Abtrieb und da wirst du erst gucken, okay, wie fühlt sich der Fahrer mit dieser Einstellung oder jener Einstellung? Und dann erst wirst du die Getriebeübersetzung festlegen. So, wir sind hier nach dem zweiten Sektor einen Ticken schneller als Raikkonen, aber die erste Zeit ist nicht ganz aussagekräftig. Der fährt auch echt fast jedes Mal die erste Runde.
Ja, und wir kriegen ganz knapp noch die Bestzeit hin. In dieser Rechts-Links-Passage hier merkt man diesen Abtrieb, den man hier zusätzlich hat in F1 2012. Das ist ein perfektes Beispiel. 2015 sind die Autos tendenziell mit weniger Abtrieb ausgestattet, natürlich auch mit stärkeren Motoren. Aber vernachlässigen wir mal den Motorenunterschied, die haben halt ein bisschen weniger Abtrieb. Heißt, 2015 kannst du theoretisch eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Heißt, die Getriebeübersetzung 2015 war eine ganz andere als 2012 noch, oder 2007 halt. Weil du da natürlich rechnen musst mit, okay, du kannst bis zu 360-70 km/h fahren. Bei 2012 war es das absolute Maximum, wenn du mal einen Monster 345 bis 350 gefahren bist. So, hier noch eine Runde. Eine halbe Sekunde persönlich verbessert. Sogar um 0,7 Sekunden schneller geworden. Solange du die Bestzeit hast, kannst du auf Benzingemisch 1 gehen. Ja, hier habe ich ein bisschen Kurvaleinen geärgert. Tut mir leid, Heiki. Aber ich wollte eigentlich nochmal eine Runde dranhängen, aber das ist ja mal der Wahnsinn. Warum bin ich jetzt plötzlich wieder 0,8 Sekunden schneller als die KI? Ja, jetzt kommt Hamilton wieder ein bisschen näher. Ich überspringe mal ein bisschen Zeit. Wir können uns die Zeitentafel anschauen. David Coulthard auf Platz 6 bei seinem Heim-Grand Prix, der Schotte. Großbritannien-Grand Prix halt. Starke Session, du stehst auf Pole. Absolut großartig, tolle Leistung. Ja, und dieses Qualifying war etwas deutlicher. Meine Bedenken hinsichtlich der Dominanz sollte ich nochmal vielleicht als bestätigt sehen, beziehungsweise eure Bedenken. Meine anfängliche Skepsis gegenüber dieser Bedenken muss ich überdenken. Das war sehr, sehr häufig das Wort denken. Ich denke aber, dass der Sinn klar sein sollte. Nee, aber ich muss gucken. Werden wir jetzt im Rennen wieder stärker sein? Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ihr habt es gesehen, in Monaco lief es so schrecklich. Und dann plötzlich, ja, wie aus dem Nichts, lief es plötzlich wieder. Und die Sache ist halt, ich trainiere die Strecken nicht. Wenn ich sagen könnte, okay, du hast jetzt irgendwie in Silverstone super gutes Rennen hingelegt in F1 2015, dann fährst du halt in F1 2012 komplett ohne Training da rein. Das mache ich halt schon. So, ich weiß nicht, wie ich mir noch Nachteile verschaffen soll, außer dass ich das Qualifying verkacke. Aber auch das wäre ja blöd. Ich bin ein bisschen in der Misere. Ich suche neue Herausforderungen. Na, vielleicht sind die im Rennen ja wesentlich schneller. Ich war in Silverstone noch nie der Schnellste. Sage ich immer wieder, aber hier stimmt's wirklich. Und eigentlich stimmt es auch für Indien. Mal schauen. Der in der ersten Kurve die Führung behauptet. Ich bin da sehr weit außen geblieben. Die KI hat dann Rückzieher gemacht. Und überraschenderweise kann ich euch noch was sagen. Ich habe mittlerweile F1 2015 für die Xbox One. Und da ist es wirklich so, da ist der Einstieg verdammt schwierig. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich nicht ganz ans Xbox Gamepad gewöhnt bin, was Rennspiele betrifft. Ich weiß, ihr werdet sagen, okay, du spielst doch Forza Motorsport da drauf. Aber auch das ist jetzt keine gute Eingewöhnung, finde ich, weil das spiele ich sehr, sehr casual-mäßig. Da strenge ich mich kaum an. Und F1 2015 fühlt sich da halt schon ganz anders an. Da fühlen sich vor allem die Trigger ganz anders an. Du bist wesentlich schneller, was Beschleunigung
trifft. Also die Tasten sind wesentlich sensibler. Und außerdem glaube ich, ich werde da noch ein Video machen. PC gegen Xbox One bei F1 2015. Außerdem glaube ich, dass die Framerate so einiges ausmacht und allgemein die grafische Qualität. Ich habe mich immer wieder über Framerate-Einbrüche beschwert bei F1 2015. Aber wenn es mal flüssig gelaufen ist, dann sah es wirklich wunderschön aus. Und ich konnte alles perfekt abschätzen. Selbiges gilt für F1 2012. Bei 2015 auf der Xbox One weiß ich nicht, was los ist. Es fühlt sich an, als wäre es ein ganz anderes Spiel. Und sogar der Reifenabrieb ist ein ganz anderer. Ich bin mit dem Red Bull gefahren und dann hatte ich nach 3 Runden bei einem 25-Runden-Prozentrennen auf Singapur hatte ich nach 3 Runden extreme Probleme. Wusste nicht, woher das kommt. Also irgendwas muss es da geben, was ganz, ganz anders ist. Auf jeden Fall, ich suche die Challenge und auf der Xbox One damit zu fahren, das könnte eine Challenge sein, auch wenn es ein Ticken schlechter einfach ist als auf dem PC. Und dadurch kommt halt dieser Challenge-Aspekt, der kommt halt nur dadurch rein, dass das Spiel halt ein bisschen schlechter wird, ein bisschen unpräziser. Die Framerate spielt da ja auch mit rein, weil wenn du wirklich die Hälfte der Framerate hast, kannst du ja auch nur halb so schnell reagieren quasi. Beziehungsweise reagierst du halt immer mit zusätzlichen 17 Millisekunden Verzögerung. Und was halt auch schwierig ist, ich orientiere mich halt häufig an diesen Meteranzeigen neben der Strecke. Zum Beispiel zum Anbremsen. Und die sind bei F1 2015 richtig verschwommen auf der Xbox One. Da siehst du nicht, wo das 100-Meter-Schild ist, wo das 150-Meter-Schild ist. Und der Grafikunterschied, der ist wirklich gravierend. Also die PC-Version ist schon deutlich besser. Wie gesagt, da wird es noch ein Video geben, aber ich wollte nur sagen, auf dem PC, da war ich verdammt stark. Auf der Xbox One, da habe ich riesen Probleme bei F1 2015. Da bin ich selbst in meiner 5. Runde noch 2 Sekunden langsamer gewesen als auf dem PC. Und deswegen warten wir einfach mal ab, wie es da aussieht. Und ich kann euch dann sicher mehr berichten davon in Zukunft. Aber im Moment bin ich gerade so ein bisschen optimistisch, denn Raikkonen und Hamilton, die holen gerade gut auf. Vor allem Hamilton, der hier halt eine Bestzeit gerade gefahren ist. Du fährst knapp vor Raikkonen, lass dich nicht einholen. Ja, und Hamilton, der hat immer wieder Pech gehabt. Ich gehe davon aus, wenn Hamilton mal ein bisschen weniger Pech hat, dass er uns in der WM nochmal wesentlich gefährlicher sein könnte. Im Moment ist es ja sowieso sehr, sehr eng beieinander, das Feld, was die WM betrifft. Na, und auch was die Pace betrifft, sind die Fahrzeuge gar nicht so weit auseinander. Raikkonen ist jetzt dran, Hamilton ist dran, Massa kommt näher. Also hier tritt das ein, was ich schon in Indien eigentlich erwartet hatte. Die KI ist im Rennen Ticken schneller. Und ich muss sagen, es freut mich. Endlich mal wieder ein bisschen Konkurrenz hier, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Jetzt bin ich die S-Kurven so gut gefahren. Ich glaube, das wird eine absolute Bestzeit. Jawohl.
Da sieht man es mal, kaum bin ich mal wirklich am Optimum dran, schon hält die KI wieder nicht mit, aber es ist halt schwierig, dieses Optimum beizubehalten, vor allem mit dem Controller. Ich merke halt dadurch, dass ich viele Rennspiele gespielt habe und vor allem in den letzten Jahren auch immer ernsthafter, immer, boah, das war jetzt eine krasse Zeit, immer fokussierter, immer mehr darauf bedacht, möglichst schnell zu sein. Dadurch ist man so viel konstanter irgendwann. Oh Mann. Apropos Konstanz. Die Reifen waren verdreckt und ich habe es einfach missachtet. Und Raikkonen kommt hier vorbei. Und da ist auch Felipe Massa. Diese Schwankungen in den Zeiten. Ich habe gemerkt, je mehr man allgemein verschiedene Spiele spielt und auch sich ein bisschen reinverbeißt, nicht so wie ich Forza spiele, sondern wie ich Formel 1 halt spiele, umso mehr Optimierung schafft man und dann schwanken deine Zeiten halt nicht in einem 1,5 Sekunden, 2 Sekunden Fenster. Also wenn du, sagen wir mal, einen Stint fährst, dann fährst du, jetzt bin ich zum Beispiel 1,331 gefahren, dann wäre es früher so gewesen, wenn ich mal eine 1,35 fahre, dann eine 1,34 wieder, dann wieder eine 1,35, dann wieder eine 1,33. Ne, mittlerweile ist es so, dass ich dann zwischen 1,33 und 34, sagen wir mal, pendle. Da kommt halt immer mehr Konstanz rein und jetzt bin ich an Raikkonen dran. Und sogar wieder vorbei. Und das könnte das sein, was ich häufig angesprochen habe. Oh, Verwarnung abkürzen. Dass ich immer wieder gesagt habe, ja, aber ich werde nicht so konstant fahren. Ich werde immer wieder Zeit verlieren durch kleinere Fehler. Größere Fehler passieren mir, aber das liegt eher komplett an der Fahrphysik. Aber diese kleineren Fehler, merke ich, die passieren mir immer wieder seltener. Ich schaffe es halt wirklich, so ein konstantes Niveau aufrechtzuerhalten. Und es ist so ein bisschen mittlerweile verschwunden, dieses, okay, deine Zeiten tendieren zwischen... dieser und dieser Zeit. Ich werde mir demnächst auch nochmal Dirt Rally zulegen. Super geiles Spiel. Das wurde sehr, sehr gut aufgenommen von den bisherigen Spielern. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Rally ist immer wieder cool. Jetzt ist es mittlerweile auch nicht mehr im Early Access, sondern offiziell released. Und dann kann ich auch mal gerne zugreifen. Habe ich extrem viel Bock drauf und da werde ich auf jeden Fall auch zugreifen. Du musst diese Runde an die Box. Und dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich ab Neujahr oder so jedes Mal... Lass dich nicht einholen. Ich muss halt schauen, wie ich das vom gesamten Output her mache. Wahrscheinlich werde ich es so machen, dann dreimal pro Woche Formel 1, vielleicht zweimal pro Woche Dirt Rally und zweimal Forza. Oder dann viermal immer noch Formel 1, zweimal Dirt Rally und einmal Forza, weil Forza ist halt für mich komplett casual mittlerweile. Da handle ich ein paar Fahrzeuge ab, aber ansonsten beschäftige ich mich nicht näher damit. Ich sag nicht, dass Forza ein Arcade Racer ist. Oh nein, kommt, bitte, bitte, lasst mich vorbei, Leute. Jawohl. Und Raikkonen muss auch warten. Oh, das kostet viel Zeit. Ich glaube, Hamilton und Massa kommen hier vielleicht vorbei. Es sei denn, die haben es extrem verkackt in ihrer Runde und sind irgendwo auch hängen geblieben. Das sieht noch gut aus. Das sieht immer noch gut aus. Boah, wie viel Zeit haben die denn bitte verloren? Vor allem durch was? Da ist sogar Kubica durchgerutscht. Nee, aber in Forza, es ist halt nicht komplett Arcade, es ist ein Simcade Racer, ja, so ein Zwischending zwischen Simulation und Arcade Racer. Aber insgesamt, ja, ich nutze es halt so ein bisschen als Fahrzeug-Showcase, um so ein paar Autos miteinander zu vergleichen und so weiter und so fort.
halt so just for fun, und die wahre Competition suche ich dann im Moment in den Formel 1 Spielen. Natürlich, die sind auch nicht unbedingt simulationslastiger, aber auf jeden Fall fühlen die sich authentischer für mich an. Man kann sich halt schon ein bisschen besser reinkämpfen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Raikkonen wieder rankommt. Aber es ist auch echt schrecklich, ne? Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Angst, als ich mit Let's Plays angefangen habe, mit Formel 1, dass ich eventuell zu schlecht fahre, dafür gehatet werde. Jetzt ist das Problem tatsächlich, dass man ein bisschen zu stark fährt, ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Und jetzt ist das halt das Problem, dass man eben zu schnell unterwegs ist. Das ist eigentlich total paradox. Eigentlich sollte man meinen, okay, je schneller du unterwegs bist, umso besser, aber... Ja, im Moment, da ist nur Raikkonen unser Konkurrent. Der im ersten Sektor näher kommt, aber dann im zweiten und im dritten wieder ein bisschen verliert. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, das nächste Rennen... Das nächste Rennen wird garantiert ein Last-to-First sein. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst wegen einer Dominanz habe, sondern... Was ist mit Raikkonen passiert? Ach komm, Raikkonen schaltet einmal auf das Fettgemisch und dann platzt ihm der Motor weg. Raikkonen mit einem Motorschaden. Wow. Verbindung zum Spielserver unterbrochen. Okay, wieder verbunden. Wow. War ein kurzer Serverabbruch des Spiels. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ach hey, was war das denn? Reifen blockieren. Nicht, weil ich Angst wegen der Dominanz habe, sondern weil ich in Hockenheim eine absolute Kanone bin, was Pace betrifft. Da bin ich der Allerschnellste. Ich werde da auch gerne ein Qualifying so fahren und dann werden wir mal sehen, wo ich lande. Aber ich gehe mal davon aus, wenn sich nichts geändert hat, dann bin ich in Hockenheim der absolut Schnellste. Ja, und jetzt können wir die letzten Runden etwas entspannter fahren. Also ich mach's jetzt so. Ich wollte heute eigentlich schon 4 Folgen im Voraus aufnehmen für die gesamte Woche. So mache ich das mittlerweile bei jedem Spiel. Da habe ich jeden Wochentag 1-2 Games zugewiesen und spiele die Spiele dann entsprechend für eine Woche vor. Einfach weil ich sonst vom Zeitmanagement her nicht hinbekomme. Aber ich werde es so machen, dann werde ich heute einfach verdammt viel noch für die Uni machen. Ich habe jetzt heute Indien und Großbritannien gemacht. Ich werde verdammt viel für die Uni machen und dann wünsche ich mir von euch Vorschläge, wie ich in F1, oder nee, Deutschland kann ich ja auch eigentlich schon abdrehen. Deutschland ist ja kein Problem, da werde ich sowieso Last to First machen. Aber für die restlichen Rennen, ich bitte wirklich um eure Vorschläge, weil ich bin gerade schon so ein bisschen verzweifelt. Das ist ein kleines Luxusproblem, aber es ist ein Problem. Wie kann man das... Oh Mann, ey. Fuck. Hat niemand gehört. Ja, es ist halt ein Luxusproblem, aber trotzdem, es ist ein Problem. Wie kann man es hinbekommen, dass man die Saison ausgeglichener hinbekommt? Ganz am Anfang war ich so weit zurück von der Spitze, dass ich wirklich Angst hatte, dass ich kein einziges Mal um den Sieg mitkämpfen könnte, bis auf den Hockenheim Grand Prix. Und jetzt ist es halt so, dass ich 5 Sekunden Vorsprung vor dem nächstgelegenen habe. Wäre Raikkonen noch im Rennen, dann hätte er mich jetzt durch den Fehler überholt, aber den hätten wir direkt wieder bekommen. Ich weiß es nicht.
sagt mir bitte, was ihr denkt. Wie kann man es noch spannender gestalten? Ich werde gucken, ob es in Deutschland gut läuft mit dem Last of First und dann können wir einfach mal gucken. Ich schaue dann, wenn ich im Qualifying verdammt dominant bin, so wie hier oder wie in Indien oder wenn ich auch nur schneller sein sollte. Na, wobei in Indien war das Rennen ja trotzdem spannend, größtenteils. Na, aber mitten im Rennen habe ich dann angefangen, dominant zu sein. Ach, keine Ahnung. Also wenn ich merke, dass ich im Qualifying zu schnell bin, dann werde ich ein Last to First draus machen, aber ansonsten, ja, wie gesagt, bitte ich um Vorschläge. Vielleicht kann man mal ausprobieren, auf Mager zu fahren oder vielleicht fällt euch was Besseres ein. Zwei Boxenstops wäre auch eine Idee, aber das wäre halt in manchen Fällen einfach zu heftig. An deinen Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Aber ansonsten, ihr seht's halt. Wir fahren hier mittlerweile eine Grütze zusammen in den letzten zwei Runden und trotzdem sind wir hier noch meterweit vor Robert Kubica, wobei der kommt jetzt extrem nah ran, oder? 3,8, naja. Irgendwie ein blödes Gefühl. Man ist so lange kein F1 2012 mehr gefahren und dann fährt man plötzlich wieder, kommt sehr, sehr schwer rein. Aber dann nach 3-4 Rennen, zack, ist der Knoten geplatzt und man gewinnt alles. Also ich hoffe, dass es auch nicht irgendwie arrogant gesehen wird, aber ihr seht's halt, es ist so. Ich kann leider auch nichts für. Tut mir leid, Leute. Ach, Leute. Oh Mann, ey. Aber ich muss echt sagen, irgendwie sind die Reifen gerade echt schrottig. Also hier auf harten Reifen zu fahren, macht echt keinen Spaß. Die letzten zwei Runden. Also vielleicht wird es doch nochmal spannender, als ich dachte. Ich möchte auch nicht wissen, was ich hier mit einem Lenkrad zustande bekommen könnte. Wobei mit dem Xbox 360 Controller habe ich mich wahrscheinlich so stark eingefahren schon, dass ich das Pad auswendig kenne. Ich finde es schade, dass an der Xbox One keine Xbox 360 Pads funktionieren, weil da wäre ich sicher auf der Xbox One bei F1 2015 auch deutlich schneller nochmal. Sogar noch eine absolute Bestzeit. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Ich habe mich noch nicht mal konzentriert. Aber man muss auch sagen, wenn Kubica dann nicht die ganzen Fahrzeuge aufhalten würde, dann wäre es wesentlich enger hier vorne. Also wie gesagt, eure Tipps bitte in den Comments. Wie können wir die Saison spannender gestalten? Denn ich glaube, es wird so weitergehen. Mein Vorschlag wäre, und da könnt ihr auch sagen, was ihr davon haltet, dass wir es halt entsprechend so machen, dass wir gucken, wie es im Qualifying läuft. Und dann, abhängig davon, entscheiden wir, ob wir vom letzten Platz starten oder halt von weiter vorne. Wenn ich im Qualifying nur Vierter werde zum Beispiel, dann können wir noch davon ausgehen, dass wir im Rennen nicht schneller sein werden als die KI. Wenn wir im Qualifying aber die Pole Position holen, dann werte ich es einfach als Pole Position für mich und starte vom letzten Platz. Denn natürlich, man möchte auch am Ende die Pole Position Liste anführen. Aber dann simulieren wir einfach so einen Motorschaden und was weiß ich was, eine Strafe oder sonst wie. Ich starte das Qualifying neu und dann machen wir einfach, ja,
an der Stelle perfekt weiter. Wie gesagt, was haltet ihr davon? Das wäre meine Idee. Da würden wir in einigen Rennen auf jeden Fall nicht um den Sieg kämpfen. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Aber das würde mich zum Beispiel wieder fordern. Und das wäre halt so, dass wir dann zum einen viel mehr Überholmanöver sehen. Hier wäre es aber auch so, wir können uns nicht so leicht durchkämpfen durchs Feld. Denn hier hat man kein DRS. Und darüber hinaus, ja, hätten wir nicht mehr so eine Situation, dass wir einfach ganz vorne sind und nur noch Vorsprung verwalten müssen. Aber ansonsten, ja, schönes Rennen mal wieder. Viele, viele Fehler gemacht, aber das zeigt eigentlich nur, wie stark wir sind. Glückwunsch zum Sieg. Das ganze Team ist begeistert. Tolle Leistung. So ein Blick in die Punktewertung zeigt zum Beispiel, dass Nico Rosberg und Alexander Wurz beide Williams gepunktet haben. Darüber hinaus auch Heikki Kovalainen für Renault mal wieder und David Coulthard für Red Bull. Ja, so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Robert Kubica hat da sehr, sehr viele Fahrzeuge aufgehalten, bis Platz 5 alle. Dahinter hat Alexander Wurz so ein bisschen die Rolle des Robert Kubica eingenommen und hat Heikki Kovalainen und David Coulthard aufgehalten. Ja, und dann wurde es halt ein bisschen enger da hinter uns. Aber für uns persönlich, da war es halt nicht so krass. Also wir waren nie wirklich in Bedrängnis. Sebastian Vettel wurde sogar disqualifiziert. Beide Toro Rossos seit einigen Rennen außerhalb der Punkte, also auch did not finish. Ziemlich krass, das muss man schon sagen. Gut, ich würde sagen, wir treffen uns gleich bei der Punktetabelle wieder. Und wie gesagt, Deutschland wird dann ein Last to First sein und ihr könnt entscheiden, wie es danach weitergeht. Also bis gleich, Leute. Und hier der Zwischenstand nach dem Rennen in Silverstone. Wir sind mittlerweile 11 Punkte vor Lewis Hamilton, 12 Punkte vor Felipe Massa. Raikkonen hat einige Punkte liegen lassen, sodass er noch nicht mal mehr Vierter ist. Da ist jetzt Robert Kubica, der allerdings auch eine verdammt konstante Saison hat. Der ist genau wie wir zweimal nicht in die Punkte gekommen, ansonsten dreimal auf dem Podium gewesen, wir viermal jetzt insgesamt und das auch ganz oben. Darüber hinaus dann in der Konstrukteurswertung, da haben wir den Vorsprung jetzt wieder ein bisschen vergrößert zu Ferrari durch den Raikkonen-Ausfall. Da ist BMW jetzt auch nicht mehr so extrem weit entfernt von Ferrari und überraschenderweise ist auch Williams verdammt stark und kann da BMW ordentlich einheizen. Ja, die Williams sind allgemein ziemlich, ziemlich gut unterwegs, vor allem auch Alexander Wurz, der jetzt auch den guten Kimi eingeholt hat. Ja, wie gesagt, in Deutschland wird es einen Last to First geben und ich hoffe, dass die Saison dadurch an Spannung dazu gewinnt. Ich werde das Qualifying trotzdem fahren, mindestens eine Runde, damit ihr entsprechend seht, dass die Pace da ist, ob die Pace überhaupt da ist. Und wie gesagt, wenn ich da verdammt schnell sein sollte, dann gibt es einen Last to First. Ansonsten ein ganz normales Rennen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es ganz normal wird. Also haut rein, bis zum nächsten Mal bei F1 2007 und ich möchte bitte eure Vorschläge in den Kommentaren haben. Also haut rein, Leute.